Das ist... Ja. Muss er nicht verstehen. Und ich auch nicht. Guten Morgen, Leute, und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ja, wie ihr gemerkt habt, bei uns wird heute gerappt. Fun Fact von uns, eine Freundin damals, die quasi als Austauschstudentin an unserer Uni studiert hat, hat damals uns gefragt, Manu und Nadja, warum gehen denn alle Jurastudenten rappen? Warum gehen die alle mittags oder nachmittags ins Rap? Was rappt ihr denn? Was rappt ihr denn? Rapp mir mal was vor. Naja, gut. Und ich wusste nicht, ob die mich verarscht. Aber im Nachhinein macht das natürlich schon Sinn, ne? Wenn du kein Muttersprachler bist und Repetitorium als Rap abkürzt. Ja, dann... nicht Rap, aber Rap. Ja, okay, du kannst schon denken, wir sprechen das halt als Deutsche unter Rap aus. Ja. Naja, wie auch immer, war saulustig. Von daher, Grüße gehen raus, falls du zuschaust. Wir haben heute Donnerstag, haben wir vergessen zu sagen. Ja, ich bin irgendwie Donnerstag schon mal zu Hause. 9 Uhr. Waren heute schon sehr produktiv. Super produktiv. Also ich habe bis jetzt heute geschafft, mich zu rasieren. Ich habe geduscht und die Wohnung aufgeräumt. Und ich habe das Bad geputzt. Also die Produktivität hält sich in Grenzen. Das ist unser Problem. Wir quatschen und dann vermischt sich das und dann verlieren wir unseren Faden. Aber dafür sind wir ja bekannt. Okay, wir waren stehen geblieben. Produktiv heute, Donnerstag. Mhm. Ja, am Montag hatte ich meinen ersten Sitzungsdienst alleine. Das bedeutet, in der Strafstation hat man quasi sozusagen Sitzungsdienst, bekommt vorher die Handakten und darf dann die Staatsanwaltschaft vertreten. Das heißt, man ist da im Schnitt alleine als Staatsanwalt und muss dann, wenn sich irgendwas ändert, von dem vorbesprochenen Strafrahmen, wenn sich da was ändert, muss man halt quasi zurückrufen und sagen, hey, hier hat sich was geändert, was soll ich machen? Aber da wird einem halt sehr viel Eigenverantwortung überlassen und da hatte ich eben am Montag meine ersten 3 Sitzungen und es war super cool. Aber war echt cool und das gibt einem auch voll den krassen Selbstbewusst-Push, finde ich. Ja, und du merkst ja jedes Mal die Erleichterung, wenn sie zu Hause ist, dann merkst du einfach die Erleichterung. Ja, dass das gut gelaufen ist und ich habe halt dahingehend auch die beste Lerngruppe, die für jede dumme Frage zur Verfügung steht. Grüße gehen raus. Heute steht eigentlich nur noch an, jetzt, wenn wir endlich mal produktiv werden, zu lernen. Ja, also wie gesagt, wir lernen heute noch und gehen jetzt gleich mit dem Hund raus. Eigentlich steht sonst nichts Spannendes mehr an. Jo. Dum, 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 dum. Warum sollt ihr also dranbleiben? Weiß ich auch nicht. Einfach, weil wir cool sind. Nein, erzähl nichts. Heute kommt ein richtig spannendes Thema. Aber Nadja hat mir den Maulkorb verpasst. Ich darf natürlich nichts vorweggreifen. Wie in der juristischen Prüfung auch. Das müssen wir immer machen. Manu versucht am Anfang von so einem Blog so eine Art Inhaltszusammenfassung zu geben. Ja, das ist in meinem Birne, ja. Wenn ich eine Klausur schreibe, dann muss ich gleich den Prüfungsmaßstab schon vorne wegschreiben, dass ich dem Korrektor zeige, wo diese Prüfung hingeht. Bis Minute 3 Einleitung. Ab Minute 3 Spaziergang. Danach Lernsequenz. Danach Thema des Blogs. Fazit. Gesamtergebnis. Subsumption. Definition. Du machst gerade rück. Guck mal, kaum ist im Ref alles schon bestimmt. Na gut, alles klar. Wir gehen jetzt Kaffee leer trinken, spazieren und dann an den Schreibtisch. Bis später. Peace. Bist du halt ein bisschen... Ja, lass mich halt. Ich bin heute ein bisschen weird. Na und? Ja, Mann. Ja, Lan. Nein, nicht Mann. Mann geht ja noch. Ja, Lan. Musst du mal. Machen. Der macht es im Liegen, ne? Na klar, ja nicht bewegen, das könnte ja anstrengend sein. Kaffee leer! Für den neuen Kaffee. Wo Frechheit.
Unverschämtheit. Dein Essen war hervorragend, das wissen wir. Ja, nochmal? Ja, Essen war hammermäßig. Aber das wissen wir, dass du gut kochen kannst. Ich wollte ja grundsätzlich was anderes sagen. Für alle die Leute, die letzte Woche auf Instagram bei uns unsere Story gesehen haben mit diesen Einmachgläser, beziehungsweise, wie heißen die, Vorratsgläser. Schaut mal her, was meine Frau gemacht hat. Schaut euch diese Spieße Frauen. Sind meine Frau nicht ein bisschen spießerhaft unterwegs? Bist noch neidisch. Und du, mein Freund? Der wartet darauf, dass was abfällt. Gebär die Männer. Mich wundert es, dass er nicht geht. Wie oft will das noch rumdrehen? Meine Freundin ist offiziell Ausländer. Warum? Weil normalerweise an dem Haken macht man seinen Rucksack ran. Ja? Der Haken ist dafür da, dass man Gewicht aufs Stativ legt, dass es nicht wackelt. So, was macht meine Freundin? Rote Zwiebel. Nadja, du hast offiziell den Status eines Ausländers. Nein. Willkommen im Club. Hallo. Das ist ein absolutes Indiz für Ausländer, ja? Zwiebel oder Knoblauch. Ich möchte jetzt, dass du hinne machst. Ich möchte gerne Eis kaufen gehen. Ich möchte noch was Wichtiges in die Kamera anzeigen. Und ich möchte gerne mit dir zocken. Ich dachte, wir gehen ins Fitnessstudio. Können wir nicht zocken? Du bist ja ein Faul. Ich hab zu. Ja? Ich hab dir gesagt, okay, wir machen. Wir haben jetzt. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. 20 vor 6 und ich habe jetzt aufgehört zu lernen. Habe heute ein bisschen Strafurteil gelernt. So, das erste Mal so in einem Buch von mir gelesen, was ich gekauft habe. Weil vorher bin ich nicht dazu gekommen, überhaupt in dieses Buch mal reinzugucken. Weil irgendwie in letzter Zeit sehr viel los war. Und das ist so manchmal auch so ein bisschen mein Problem. Also ich bin entweder halt unterwegs fürs Ref, wegen der AG oder so. Oder es ist halt irgendwie privat was. Ich meine, man hat ja auch noch ein Privatleben nebenbei. Irgendwas ist mit der Familie oder so. Und dann kommt man irgendwie nicht so wirklich zum Lernen. Geht es bei mir noch nicht so wirklich auf, dass ich halt, ich schreibe halt viele Klausuren, ja, okay. Aber so wirklich lernen schaffe ich irgendwie zurzeit noch nicht. Dass man halt mal wirklich so ein paar Tage sich hinhockt und all das, was man bis jetzt so in der AG gelernt hat oder in den Klausuren irgendwie falsch gemacht hat, dass man das alles irgendwie nochmal nachliest, sich die Fehler rausschreibt. Dazu komme ich irgendwie noch nicht und das stresst mich irgendwie enorm. Und ja, dann ist es halt in letzter Zeit öfter so, wie in die letzten Tage das war, wenn ich dann so unter Stress stehe oder wenn ich dann halt extrem angespannt bin wegen irgendwas, dann kriege ich Migräne. Und zwar so schlimm, dass es teilweise über 2-3 Tage geht. Ich nehme dann so inzwischen solche Hanftropfen von Manu, die entspannen mich dann ein bisschen. Manchmal wird es dann besser, aber manchmal helfen auch die nicht. Und dann muss ich Kopfschmerztabletten nehmen und entweder die wirken und wenn die nicht wirken, dann wird mir auch noch schlecht und ist richtig schlimm. Also dieser Stress löst bei mir dann extrem was aus und ich komme damit manchmal einfach noch nicht so klar mit diesem. Ich finde, es ist halt im Vergleich zum ersten Examen viel mehr außenrum nur zum Lernen. Und ich komme nicht mehr zum Lernen. Und das ist etwas, was mich halt hauptsächlich verunsichert. Und dann passiert halt genau sowas, wie dass ich so gestresst bin, dass ich dann irgendwie mich so anspanne,
dass ich dann diese Migräne bekomme und das ist dann wirklich, also wirklich, es ist so unangenehm. Es ist komischerweise immer auf der rechten Seite vom Kopf. Und jetzt ist heute der erste Tag wieder nach 2,5 Tagen, wo es wieder besser ist. Also das muss so in meinem Körper drin sein, dieses Verspannte und Angespannte, dass ja dann nichts hilft. Selbst diese Tropfen vom Mann, die haben am Anfang da enorm geholfen, aber jetzt selbst die helfen nicht mehr. Und das finde ich schon krass und andererseits auch irgendwie wieder total krank, wie fertig man sich macht. Und ich weiß, ich muss da dringend was ändern. Weil das ist einfach keine Situation, dass man sich immer so stresst. Ich bezweifle, dass das gut für meinen Körper sein kann, wenn ich mich so stresse, dass ich davon solche Kopfschmerzen bekomme, dass ich meinen Schädel am liebsten 20 Mal gegen die Wand hauen würde. Also ich hatte früher schon oft Migräne als Teenager, aber dann war es irgendwie weg. Und jetzt ist es plötzlich wieder da und ich hatte das noch nicht mal zum ersten Examen. Ich weiß auch nicht. Es ist einfach ganz furchtbar unangenehm. Dieser Stress und dieser persönliche Druck, den ich mir dann mache, das treibt mich schon manchmal echt in den Wahnsinn. Ich weiß nicht, was da die richtige Methode ist. Sport hilft manchmal ganz gut, aber wenn ich dann halt so richtig hart Kopfschmerzen habe, ja, dann will ich auch keinen Sport machen, weil das macht es ja noch schlimmer. Irgendwie ist es halt schon krass, wie normal es ist, in der Gesellschaft sich zu stressen. Jeder hat immer Verständnis, wenn du sagst, ich habe Stress. Und irgendwie ist es halt auch Schmarrn, weil es total sinnlos ist, dass ich dann Kopfschmerzen habe. Es macht es erstens nicht besser. Die Situation, das verändert ja nichts an der Situation. Es fällt mir nichts ab. Es wird nicht weniger oder sowas. Sondern eigentlich macht es nur schlimmer, weil ich dazu gar nichts mehr zu gebrauchen bin und meinem Körper halt quasi so die Ruhe gönne, die er dann wahrscheinlich braucht. Aber irgendwie so die richtige Balance darin habe ich noch nicht gefunden. Und irgendwie ist es brutal anstrengend. Und ich versuche mir auch selber immer wieder runterzukommen und so weiter und so fort und mir dann zu sagen, okay, es ist alles nicht so wild und du packst es. Ich habe das Gefühl, das ist in der Gesellschaft schon irgendwie normal, dass man vom Stress irgendwas hat. Jeder, den ich kenne, wenn du sagst, wenn ich gestresst bin, ja, dann habe ich das oder das. Und irgendwie ist das schon hart, wenn man sich überlegt, dass es eigentlich nur kopfgemacht ist. Man versucht mich dann immer zum Yoga zu überreden, aber ich hasse Yoga. Das ist so langweilig. Ich verstehe nicht, wie man Yoga machen kann. Aber genau das ist es wieder. Ich bin einfach zu unruhig dafür und genau das ist das Problem. Und im Endeffekt stresst man sich wegen nichts und wieder nichts. Man weiß im Endeffekt, dass man es doch immer hinkriegt, auch ohne, dass man sich so stressen würde, aber irgendwie stresst man sich trotzdem und das ist das, was mich dann immer so auch noch so wahnsinnig macht, dass ich weiß, es ist total unnötig, aber ich mache es trotzdem. Ja, deswegen, wenn ihr einen Tipp habt gegen Stressmigräne und grundsätzlich sich unnötig Stress machen, hier ist jemand, der ihn ganz dringend braucht, weil mir hat noch nichts geholfen. Was immer hilft, ist eine Umarmung von Manu oder mit Mama telefonieren. Yay! Unsere Gesellschaft ist es halt gewohnt, sich zu stressen. Und das ist halt nicht Sinn und Zweck. Weil ich glaube, dass uns das langfristig auch viel mehr für unsere Psyche und unseren Körper schadet, als wir eigentlich alle so genau wissen. Das muss sich da drin ändern und nicht die Umstände, weil wer darauf wartet, erwartet, bis er in Rente geht. Naja, gut, jetzt habe ich genug gelabert. Ich hoffe, das hat irgendwie halbwegs Sinn gemacht von dem, was ich erzähle. Manu schreibt noch Klausur ganz fleißig. Ich glaube, ich gehe jetzt mal meine Herbstschuhe vom Dachboden holen, weil mit Sneaker wird es mir langsam ein bisschen kalt. Und deswegen werde ich das jetzt mal machen und dann mit dem Hund rausgehen und vielleicht zocken. Mal gucken, zu was ich den Manu überredet kriege. Bis später. Ich wollte noch zu meiner Geschichte gerade eben sagen. Was? Wir waren gerade mit dem Tifti draußen. Ja, das auf jeden Fall. Aber mir ist noch was eingefallen, was ich doch immer mache, das, was mich runterholt. Ja. Hörbuch hören. Ja, Hörbuch hören. Und mein Spatz hat die Angewohnheit, wenn sie ein paar Minuten frei nimmt für sich, dann chillt sie am Handy. Leute. Das macht jeder und du ja, genauso. Ja, und nee. Ich habe gelernt, mich zurückzunehmen und ohne Handy. Was machst du dann? Meditieren, mein Schwarz. Ja, da schlafe ich ein. Ja, aktive Meditation. Und nicht am Handy chillen 20 Minuten und sagen, ey, ich chill jetzt auf Instagram. Nein, das ist Ablenkung deines Brains. Du fuckst dein Brain ab. Ja, okay, auf jeden Fall wollte ich euch erzählen. Hörbuch hören ist auch immer eine gute Sache. Das mache ich echt voll gern. Das holt mich echt runter. Ja. Und warum machst du das nicht? Ich mache jetzt nachher.
Okay, aber wir machen das jetzt folgendermaßen. Du zeigst uns mal ein bisschen am Hall, ne? Dein Hall. Warum haben doch alle so gefeiert, dass du das zeigst? Ja, ich kann keine Klamotten anziehen, keine Frauenklamotten. Also, ja, doch, wir sind ja alle gleich. Zieh auch Frauenkleider an, ne? Kannst du. Aber halt nicht in meiner Größe. Wir sind alle gleich. Diskriminiere mich doch nicht, dass ich fett bin und deine Größe nicht tragen kann. Also, wie der Mann schon gesagt hat, ich wurde geinfluenced von Instagram. Trendyol, was können wir dazu sagen? 80.000 Pakete für 4 Sachen. Preis-Leistung steht noch aus, das Fazit. Trendyol hat gute Preise, extrem ein bisschen zu günstig meiner Meinung nach. Ja, okay, aber wenn du es halt vergleichst mit Zara, Zara ist genauso scheiße, nur dass du halt ungefähr das 5-fache von sagst. Okay, das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Okay. Ein Influencer wird geinfluenced. Gibt es dagegen keine Impfung? Ich bin kein Influencer. Was hältst du davon? Alter, das ist viereckig. Ist das für SpongeBob? Entschuldigung. Ja, aber guck dir das an. Ist das nicht viereckig? Das ist doch so eine Klamotten für SpongeBob. Kaste ich. SpongeBob. Okay, Mann. Was ist das? Eine Stricke. Das sieht aus wie so ein Bademantel. Findest du die hässlich? Ja. Hässlich nicht, aber es tut mir leid. Wie sollst du das anziehen? Mit einer Jeans und einem T-Shirt. Da frierst du? Nein. Und eine Jacke drüber? Ja, das ist das Problem. Ich habe halt keine Jacke, die so lang geht. Und warum kauft man dann sowas? Ah, hab verstanden. Der Frauenlogik. Weil dann kann man sagen, ich brauche eine neue Jacke. Exakt, dafür ist nämlich die neue Jacke. Hast du? Ah, das ist die? Nein, das war ein Scherz. Ach so. Ey, zugetraut? Hätte ich dir. Sagen wir zu dem? Was sagst du? Also, er sieht echt stark aus. Wie, von der Länge passt er auch, ne? Oh, der ist wirklich dick. Verhältnismäßig. Es ist ein Mantel, meinst du? Ja, ja. Das ist jetzt nicht keine Winterjacke, ja. Nee. Wow, also von der Dicke und vom Material her findest du das schon krass. Ich finde die Farbe auch ganz geil. Ja. Gefällt mir auch. Den kannst du wirklich behalten. Abgesehen davon, dass du schon 3 Millionen Jacken hast, ne? Und aber das, noch keine in der Farbe. Du sollst nicht die Farbpalette abbilden, du sollst Jacken kaufen, die du brauchst. Brauche ich. Und warum? Jetzt sag nicht, weil ich die Farbe nicht habe. Doch. Alter, das Licht ist voll krass, ne? Und auf der Hintergrund hat mir echt gut gefallen. Sollten wir öfter machen. Was haltet ihr davon? Einfach so random im Wohnzimmer rumstehen mit so einer künstlichen Lampe. Ich bin einfach kein Sprücheklopfer, sondern ein Macher. Ja, und weißt du, was mein Macher jetzt macht? Was? Feierabend? Auf den Dachboden gehen und die Herbstschuhe runterholen. Sicher. Sicher nicht. Und deswegen beenden wir diesen wunderschönen Vlog für heute Abend. Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da. Folgt uns gerne auf Instagram, weil da machen wir genauso coolen Shit. Und Klammer auf. Eigentlich diese Woche gar nichts haben wir gebrochen. Klammer zu. Ja, wir waren beschäftigt. Okay. Alles klar. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Peace out und tschüss.